Ja, das sah jetzt aber gar nicht schön aus. Local Time übrigens, laut Dingenskirchenmaschine, ist es 15.03 Uhr oder so. Das heißt also, viel Tageslicht. Was für ein Tageslicht haben wir hier eh nicht. Guck mal, den könnte ich jetzt wieder aufsetzen. Ich sagte, den könnte ich wieder aufsetzen. Ja, wie sieht es denn hier mit Fressalien aus? Daran entscheidet sich nämlich, ob ich jetzt noch angeln gehe oder nicht. Also Platz wäre da zum Angeln. Also, was heißt zum Angeln? Um eventuelle Fische einzusammeln. Köderfreies Angeln. Weil ich aber nicht weiß, ob das im Seewasser oder in Binnengewässern wäre. Außerdem ist mir kalt. Oh, der erste Zombie gleich vorne an. Okay, wegen eines Zeltes lohnt es den Aufwand nicht. Jedenfalls nicht bei der derzeitigen Artilleriebestückung meinerseits. Die ist damaged. Die ist, naja, geht so. Ansonsten haben wir hier nichts, ne? Naja, schön. Dann sehe ich mal zu, dass ich hier so ein bisschen Platz schaffe für den Fall, dass Fische überhaupt da zu finden sind. Außerdem werde ich gleich wieder ein Lagerfeuer machen müssen, um mich aufzuwärmen. Da kann ich bei der Gelegenheit auch gleich Fische grillen. Immer mal vorausgesetzt, da unten im Meerwasser gibt es überhaupt Fische. Beziehungsweise, ob das Angeln funktioniert. Ich kann mich dunkel erinnern, es irgendwann irgendwo auf irgendeinem Server mal probiert haben, zu haben. Und da lief gar nichts. Da gab es keine Fische. Oh, geht ganz schön weit bergab hier. Ja, da ist ein Strand. Die Sichtweite beträgt... Und generell ist die Welt eher beschlagen und unscharf. Ihr habt es bestimmt schon gehört anhand meiner Blitzmeldung. Ich habe schon zwei von diesen komischen Leuchtpistolen. Dass ich keine Ahnung habe, wie lange dieser Server hier noch existiert. Ob das also jetzt ein Dauerzustand bleibt, habe ich die Angel weggeschmissen. Sieht fast so aus, ne? Ob das also ein Dauerzustand bleibt mit Namals, ob wir also jetzt drei Server haben oder nicht, ich habe keine Ahnung. Ah, hier, genau. Ich habe hier einen Angelhaken. Ja, ich habe offensichtlich die Fishing Rod weggeschmissen. Wahrscheinlich, weil ich der Meinung war, ich brauche ihn nicht mehr. Okay, aber ich habe eine Schnur und ich habe eine Hosentaschenaxt, also kann ich mir eine schnitzen. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt mir recht überlege, dass ich gar kein Fishing Rod hatte, sondern dass ich von vornherein so ein Stäbchen eingeplant hatte. Aber ich glaube, ich muss... Hey, es wird mir gerade wieder ein bisschen wärmer. Ich dachte gerade, ich müsste doch noch mal irgendwas einplanen, wie ein Feuerchen. So, das war das. Dann kommt ein Stock mit einer Schnur. Craft Improvised Fishing Rod. That is my improvised fishing rod. Dann hänge ich den Rod, da hänge ich meinen Haken dran. Köder braucht man jetzt ja angeblich nicht. Dann werfen wir jetzt die Leine mal ins Wasser und gucken, ob Kuno der Killerkarpfen anbeißt. Ja, man merkt, die besseren Klamotten machen was her. Ne? Ich erfriere nicht sofort, sondern eher stückweise. So. Start Fishing. Fisch doch mal. Tja, das Los eines Anglers. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also ein völlig normaler Vorgang beim Fischen. Aber wie schon gesagt, es kann auch immer sein, dass einfach im Meer nicht gefischt werden kann, sondern nur in Süßwasser. Und manchmal muss man einfach ein Stück weiter laufen. Ja, wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Dann versuchen wir es irgendwo in einem Binnengewässer nochmal.
Aber mir wird kalt, ich kann nicht ewig so rumhocken. Bis jetzt kann ich... Doch, irgendwas habe ich gefangen. Nee. Ich habe nur meinen Angelhaken verloren. Oder was ist das hier? Fishing Hook Worn. Oder habe ich was gefangen, was man nicht sehen kann? Okay, letzter Versuch. Bin ich auch noch nass. Und das bei dem Wetter. Ich rutsche übrigens nicht den Strand entlang, sondern die Gischt spült unter mir entlang. Tja, bis jetzt bin ich unterwältigt. So, das reicht jetzt. Lassen wir das mit der Angelei. Das scheint mir eine Totgeburt zu sein. Dann kommt der Haken hier wieder los. Der kommt in die Kiste. Und kann ich die Schnur wieder abmachen? Scheinbar nicht, ne? Die Schnur ist weg. Ja, dumm gelaufen, wa? Passt die hier quer irgendwo rein? Da nicht? Da ja? Wie soll das gehen? Wieso geht da eigentlich die Flasche dran? Ja, kann mir nur recht sein. Ja gut, dann ist das eben so. Dann wird eben nicht gefischt. Schnur ist weg. Vielleicht finde ich ja irgendwo eine andere oder ich muss mir eine schnitzen. So, wie komme ich jetzt hier rüber? Ich kann natürlich das ganze Stück zurücklaufen und oben über die Brücke. Oder, was eine echte Alternative darstellt, ich könnte hier unten über irgendwelche Abschnitte hüpfen. Soweit ich mich erinnere, gab es hier Furten und es war nicht gar so feucht. Andererseits sieht das hier ziemlich tief aus. Ist das eine gute Idee, jetzt da durchzulaufen? Vermutlich nicht. Andererseits scheint mir die Auswahl überschaubar. Ist es vielleicht hier irgendwie... Sieht schon fast dunkler aus, ne? Ja, scheiße. Okay, bei dem Wetter klatschnass. Ich hatte es irgendwie so in Erinnerung, dass man da trockenen Fußes rüberkäme, aber... Wenn ich mir das so angucke, würde ich sagen, wahrscheinlich doch nicht. Das sieht drüben nach Lagerfeuer aus. Gott, oh Gott, wird das immer tiefer oder... Ich glaube, ich bin drüben. Ich sehe da ein Boot. Ja, ja, es wird kalt. Ich sollte mich tatsächlich um ein Feuerchen kümmern. Was immer noch nicht. Leute, denkt mal an meinen Gesundheitszustand. Ein Bunnyhead, ja. Das hat sich ja voll gelohnt. Wäre ja klasse, wenn ich jetzt hier erfriere auf dem Weg auf die andere Seite. Und noch kein Ende. Oh. Warum hielte ich es für so eine tolle Idee, hier unten rumzuschwimmen? So, der nächste Baum hier ist meiner. Der da, der ist schön groß, den nehmen wir. Weil es hier an der Stelle sofort ein Feuerchen.
bloß die richtige Reihenfolge hier einhalten. Also ein Lappen und Kleinholz. Nicht Craft Torch, sondern Craft Fireplace. In den tun wir jetzt ganz schnell Holz. Und dann entfachen wir das Ganze. Hatte ich nicht irgendwo noch Streichhölzer gefunden? Nee, aber ich hatte, glaube ich, im Topf irgendwo ein aus Versehen ein Handdrill-Kit gespeichert. Hallo? Ignite holt, macht er aber nicht. Was soll das werden? Ist das vielleicht irgendwie nass oder so? Ah, er muss nur die richtige Position finden. Ja, sag mal, wollt ihr mich ärgern? Dann nehme ich eben den ganzen Fireplace, so wie er ist, und schleppe ihn woanders hin. Zum Beispiel hier. Übrigens scheine ich auch das Erfrieren, das direkte Erfrieren auf irgendeine geheimnisvolle Art und Weise abgewendet zu haben, aber ich kriege ihn trotzdem nicht in Gang. Ist irgendwie damp, er ist feucht. Dann machen wir das anders. Ich habe noch den hier. Benutzen wir den zum Anmachen. Sein, der macht es mir heute aber nicht einfach. Ja, damit machen wir jetzt erstmal so ein richtig großes Feuerchen. Wir hauen noch irgendeinen Baum um. Der da guckt mich gerade an. Hoffentlich fällt er mir nicht da aufs Feuer. Immer auf die Denkbeule. Einer geht noch rein. So viel dazu. Dann würde ich sagen, wärme ich mir jetzt erstmal die Flügel. Eventuell schneide ich das Ganze ein bisschen. Nee, ihr kennt das ja. Außerdem sollte ich vielleicht mal gucken, ob hier irgendwas schon wieder gefrozen ist. Das ist Water. Das ist frozen. Also lege ich es hier irgendwo hin. Das ist gefrozen. Wahrscheinlich sogar das Heatpack gefrozen. Naja. Das Schöne ist hier, gebackenes Fett kann nicht gefrieren. Das kann man immer essen. Ja, warte mal, ein bisschen Platz schaffen hier. Das ist so fürchterlich durcheinander. Man kommt nicht so richtig dahinter, wie viel Platz habe ich denn jetzt eigentlich? Die Messer sind beide ein bisschen angeknaddelt. Sonst noch was? Frozen, ja. Sowieso frozen. So, und da habe ich noch Fleisch drin, das nicht gefrozen ist, aber das ist ebenfalls gefroren. Ja. Gut, dann lassen wir da vor sich hinschmuggeln. Ich glaube, das Auftauen braucht durchaus seine Zeit, oder? Drenched, ja, siehst du, ne? Ist nicht mehr gefroren. Der auch. Ah, ja, und mir ist schön warm. Hey, bin ich jetzt schon trocken? Nein. Werde ich überhaupt trocken bei Schneefall? Oh, wird es heller? Aber hallo, wird's heller.
Dabei wird es doch später anscheinend, verbessert sich die Wetterlage rapide, um nicht zu sagen drastisch. So, Wristwatch, kurz vor 4 Uhr nachmittags. Kann ich sie irgendwie sehen? Leertaste, nein. Maustaste, nein. Nein, ich, oder vielleicht im First-Person-View? Nein. Also, Kompass muss im Kopf stattfinden. Ja, aber, naja. Mir ist warm, ist denen auch warm hier. Christine, okay. Dann tüten wir das Gedöns hier mal so der Reihe nach ein. Freezing. Warm. Ist das überhaupt Canned Pork? Ah, einer von den neuen. Soaked. 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 Das heißt, die sind noch nicht ganz aufgetaut. Mal gucken, wie lange sich das hält. Vielleicht sollte ich den Kram ja einfach aufessen, solange es geht. Ich könnte zum Beispiel die Sardinen dahin passen. Da ist der Topf voll. Leberpastete. Ah. Immer wenn man mal ein Toastbrot braucht, ist keins dabei. Ich überlege gerade, ob das hier mit Lebensmitteln irgendwie so ist, dass die vergammeln können. Denn bei den Temperaturen, Kühlschrank brauchst du keinen. Dog Food, klingt doch auch gut. Yummy, yummy. Dabei unten immer schön im Auge behalten, ob mir schlecht wird, dann bin ich nämlich überfressen. Da, sofort aufhören zu futtern. Mehr drin, als man denkt in so einer Dose. Oh, überfressen. Blablabla. Gut. Ja, Road Flare brauche ich nicht mitzunehmen. Habe ich sonst hier irgendwas hingelegt? Nö, ne? Dann würde ich sagen, rauf. Straße. Hier muss auch mal eine Straße sein, soweit ich mich erinnere. Und die Straße führt dann zur Linken, zu einem kleinen, ja, ich weiß nicht, Gehöft. Da, genau. Ah ja, da hat schon jemand seine Flagge gehisst. Da torkelt auch schon ein Zombie rum, lohnt den Aufwand nicht. Ich weiß aber auch, dadurch, dass ich einen Blick auf die Karte geworfen habe, dass in dieser Richtung in einiger Entfernung eine militärische Einrichtung wartet, auf der vielleicht das ein oder andere interessante Teil zu finden sein könnte. Ja, ne? Wenn es jetzt wieder viel Gerenne gibt, dann schneide ich das gleich einfach raus. Stacheldraht. Dann gibt es hier auch irgendwo Militär. Denke ich. Meine ich, hoffe ich. So, eine ganze Menge Stacheldraht. Bin ich schon drin? Da. Nee, das ist Schnee. Da. Nee, das sind Wogen. Ah, da, das ist Militär. Wird schon so langsam wieder dunkel, nicht wahr? Das Erste, was ich jetzt brauche zum Glücklichsein, ist sowas wie ein Container, wo man oben drauf kraxeln kann. Da steht Zombie. Bewegt sich nicht, deswegen ist hier so schwer zu erkennen. Da sind Gebäude, das ist gut. Deswegen traben wir jetzt erstmal betont unauffällig dahin. Tun so, als würden wir hierher gehören. Genau, fangen wir an mit der Wachbude. Da hat man immer gutes Schussfeld. Ein Pistol Flashlight, eine SG-5K. Ein Magazin, das ich sofort seiner Patronen beraube.
Ich habe nämlich echt keinen Platz, um noch eine SG-5 mit mir rumzuschleppen. Also eine MP5 eigentlich. Universal Flashlight. Step West. Habe ich irgendeine Weste überhaupt? Ja, ich habe sogar eine gute Weste, auch wenn sie ein bisschen angefressen ist im Moment. Der West hat nämlich keine Taschen, oder? Ja. Liegt da? Universal Flashlight. Okay. Es wird langsam wirklich dunkel. Aber ich würde gern, bevor ich mich auslogge, wie sieht es mit meinen Schuhen aus? Naja. Würde ich. Snow Gilly Armband? Was ist das denn? Ein Snow Gilly Armband? Oh, wie geil. Mit einem tierischen Packvolumen. Oh, mir geht gleich einer ab, allein vom Finden hier. Oh. So, ich höre Geröchel. Ist hier einer drin? Nein. Diesel Attack West Holster. Das wäre auch toll. Wo habe ich denn Platz für einen Holster? Auf jeden Fall am Gürtel, ne? Ja. Ah, oh, da kann ich da meine Piff-Paff reinbauen. Oh, da kann man richtig durchatmen. Car Battery. Ja, dazu fehlt mir jetzt das entsprechende Car. Array. Barbed Wire? Nö. Normal Wire könnte für die Fish Trap ganz interessant sein. Ein Compensator? Da röchelt man aber ganz schön um dieses Häuschen herum, was? Es wird nämlich langsam zu dunkel zum Draufschießen. Das ist das Problem. Ballistic Helmet. Ja, ich meine, weiß passt natürlich jetzt sehr schön zu der Klamotte. Eigentlich ist es ja ein bisschen zu dunkel, um hier noch großartig was zu machen, aber man findet so schöne Sachen. Ja, wie sieht das hier noch auch gleich aus mit den paar Trönchen? Eine Helmlampe habe ich eh keine. Wie viele Peng habe ich denn noch für die Pistole? Oh. 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 Ja, ich glaube, ich kann mich jetzt auslacken, weil viele Sachen werde ich hier heute nicht mehr finden. Vielleicht sollte ich mir den Spaß machen, schnell noch eine Nebelgranate zu werfen, aber ich sehe gerade, ich habe keine. Na gut, dann bin ich jetzt einfach mal weg und überlasse dem anderen das Feld. Na, merkt ihr das? Pitch, Pitch, das ist das Einschlagen der Kugeln. Deswegen mache ich mich auch ein bisschen dünne. Bei den Lichtverhältnissen könnte er mich für einen fetten Zombie halten. Oder für einen Weihnachtsbaum. Das ist schwer zu sagen. Naja, weiter später.